Was war das? Sag erstmal, was das war. Zeig den Leuten, was das war, bitte. Das war also, dass ich erstmal wachrödeln, Junge. Dass ich wachrödeln. Machst du das eigentlich beim Boxunterricht auch? Also beim Boxtraining was auch denn? So? Das, was du jetzt gerade gemacht hast, um wach zu werden? Der Junge, da kriegst du eine Bombe. Schindet das eigentlich Eindruck bei deinen Gegner? Ich kämpfe jetzt mit dir. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde des guten Geschmacks. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe ein neues Projekt für euch und zwar einen VW Golf GTI TCR. Abgasanlage ab. Abgasanlage ab OPF. Warum so, erzähle ich euch gleich. Wir machen erstmal einen Optikporn und danach fahren wir das Auto warm. Danach gibt es Auf- und Zuszenen. Danach gibt es Optikaufnahmen von der Abgasanlage, von der neuen Abgasanlage und ein Fazit. Boom. Einen VW Golf GTI TCR, Baujahr 2019. Wir haben 213 kW, sprich 290 PS. Hubraum haben wir 2 Liter. Von 0 auf 100 haben wir 5,6 Sekunden. Und Topspeed sind 264 Ich habe soeben Instagrammt. Ist es jetzt ein Verb? Nimm es an, wie du möchtest. Oh, wow. Sind wir soweit? Ja, wir sind soweit. Sind wir soweit? Ja, wir können. Ja? Jetzt mal so nebenbei. Ist schon geil geworden, ne? So ein Golf 7 GTI, TCR. Gefällt mir. Und warum heißt es eigentlich TCI? TCR. Warum habe ich TCI gesagt? Du hast gerade TCI gesagt. Geiles Teil. Klingt auch richtig böse, schießt brutal. Diese knapp 3 PS, die machen was her. Einsteigen wir. So, meine lieben Freunde, jetzt habe ich euch Folgendes zeigen können. Einmal geschlossen, einmal offen ohne Schubknallen und einmal offen mit Schubknallen. Jetzt machen wir eine von 0 auf 100 GoPro-Aufnahme mit Schubknallen. Das wird Knorke. Und los. Ja.
VW Golf 7 GTI TCR. Was kann man zu diesem Auto sagen? Es ist ganz klar ein Mittelauto zwischen dem Golf 7 R und dem Golf 7 GTI Clubsport oder GTI ganz normal. Der hat ja knapp die 300 PS, also steht auch von der Leistung her mehr oder weniger dazwischen. Hat sehr geile Werte, nicht ganz so gute Werte wie der Golf R, ist aber auch kein Allrad, sondern ein Frontantriebler, das ist der große Unterschied. Optisch kann man sagen, zum TCR hat der so ein paar Kleinigkeiten, die der normale GTI nicht hat, ja, also die Schweller und der Diffusor, auch hinten der Spoiler, sieht ganz schön knorke aus, ist auch sehr geil verarbeitet, fährt sich auch mega geil. Was fehlte bei diesem Auto? Yes, Klang. Der Kunde hat sich zunächst erstmal dafür entschieden, die Abgasanlage auf OPF zu bekommen, das hat auch soweit gepasst, aber danach hat er gesagt, er wird gerne Schubknall haben und den OPF rausprogrammiert zu bekommen und danach, also nachträglich den OPF rausprogrammiert bekommen. Haben wir dann auch so gemacht. Wir haben auch einen OPF-Ersatz eingebaut und auch dementsprechend die Sensoren alle und die Anschlüsse auch dort verbaut. Es gibt auch eine andere Alternative, das wollte der Kunde nicht. Es gibt mittlerweile Sport-OPFs von HLS, die dann auch wieder legal sind in der Kombination mit unserer Abgasanlage. Es gibt solche und solche Möglichkeiten, deswegen muss sich immer jeder so dafür entscheiden, was er haben möchte. Ja, deswegen würde ich bitten, auch wenn wir die Abgasanlage ab OPF gerade euch gezeigt haben, zeigt doch mal kurz nochmal den OPF-Ersatz von uns. Okay? So, also wie ihr sehen könnt, können wir alles bauen, egal was ihr haben wollt. Klar ist der Vorteil von so einem Sport-OPF der, dass es ein großer Einzeller ist und da nichts mehr durch irgendwelche Werbung gehen muss. Bei dem Zornzeller Sport-OPF ist es halt so, dass es halt doch noch ein bisschen wabiger ist als bei so einem Einzeller. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich will nicht so weit in das Thema reingehen. Wenn ihr sowas auch haben wollt, dann kommt vorbei, meldet euch bei uns. Ihr könnt auch gerne so ein Wechselsystem haben zwischen Sport-OPF, Original-OPF und einem Einzeller-OPF. Ja, das ist auch möglich. Deswegen meldet euch bei uns, kommt vorbei. Also, wenn ihr sowas auch haben wollt, kommt vorbei, schreibt uns an. Ja, ob über Instagram, Facebook, egal wie. Lasst Liebe da, meldet euch. In diesem Sinne, alles Gute, euer Radek. Peace.